Hinter Elecom verbergen sich gleich zwei Abkürzungen. Denn die ersten beiden Buchstaben E und L des Akronyms weisen auch auf unsere KI-unterstützten Assistenzsysteme hin. E wie Emil, das Entscheidungsmodul für die Lernplattform Elias, und L wie Lena als Lernnavigator. Unsere größte Herausforderung wird die Antwort auf die folgende Frage sein. Wie ermöglichen wir erfolgreiche berufsbezogene Weiterbildung im Bereich E-Commerce für Lernende, die unterschiedliche Kompetenzen und Vorwissen mitbringen und die unterschiedliche Lernpräferenzen und Lernzielerwartungen haben? Der Lernnavigator Lena ist ein KI-unterstütztes Tool, mit dem die bereits in der Lernplattform Elias vorhandenen Grundfunktionen für adaptives Lernen erweitert werden. Emil ist ein automatisiertes Assistenzsystem. Es schlägt den Lernenden zu ihrem Nutzerverhalten passende Lerninhalte vor. Erreicht wird dies durch die Verwendung von Werkzeugen der künstlichen Intelligenz, wie zum Beispiel Natural Language Processing. Der Handel und insbesondere der E-Commerce sind getrieben von stetigen Veränderungen. Dieser Dynamik kann nur durch individuelle und digitale Weiterbildung Rechnung getragen werden. Dabei ist es wichtig, dass die einzelnen Beschäftigten im Mittelpunkt stehen. Das Projekt setzt den Fokus auf die Individualität und die unterschiedlichen Bedarfe der Teilnehmenden innerhalb der beruflichen Weiterbildung und ermöglicht die Orientierung in der zunehmend komplexer werdenden beruflichen Praxis durch die adaptive Vermittlung relevanter Fachinhalte. Ein individuelles Programm kann vieles abfedern. Und Überforderung ist oft das größte Hemmnis, das sehen wir jeden Tag. Die Leute geben auf. Genauso wie Unterforderung, die Leute schalten ab. Das kann man aber auch nicht im Unterricht steuern. Und hier liegt die größte Stärke eines intelligenten Systems. Es hat unendlich Zeit, um sich auf individuelle Bedürfnisse einzustellen. Und das auszuprobieren, das wird extrem spannend.